heißt, da können wir dekorativ schon mal ein paar Teller hinstellen. So. Teller und Becher. Die sind ganz bestimmt abgewaschen. So, stellen wir den einfach mal da hin. Noch ein Becher für die Person. Haben wir da noch einen Teller? Ja, wir haben noch ein paar Teller. Und irgendwie ist das hier ein bisschen duster, aber naja. Wie dem auch sei, werde jetzt übrigens nicht den ganzen Tisch decken, also keine Angst. Sorge hier nur dafür, dass es ein bisschen wohnlicher aussieht. So, Teller. Ich werde da jetzt nicht noch Besteck hinlegen. Das wäre doch ein bisschen, das wäre ein bisschen Overkill. Das wäre dann eher so eine Sache, die man dann in einem Livestream oder so machen kann. Oh, natürlich, na toll. Ich kann's nicht auf dem Herd stellen. Liebe Spieleentwickler, erlaubt mir doch etwas auf den Herd da drauf zu stellen. Das kann doch wohl nicht angehen. Nee. Wie dem auch sei. So, fünfte Person kriegt auch noch. Ja, das ist bestimmt sauber. Zack. So. Und zack. Dann haben wir auch schon einen etwas gedeckten Tisch. Das heißt, wir brauchen jetzt noch eine Lampe. Saunalampe, Floor Lamp Cube, Lamp Cube, Lampe Tube. Was ist denn Lamp Cube? Oh ja, nehmen wir die mal. Nee, die ist jetzt nicht da. Ja, die stellen wir hier mal auf den Tisch. Nee, stellen wir einfach mal in die Ecke. So ein bisschen drehen. Zack. Und Licht an. Ja. Sieht doch gleich viel wohnlicher aus. Das heißt, übrigens, ich habe keinen Schnupfen oder so. Mir juckt einfach nur die Nase. Wände. Das heißt, Farben. Gucken wir mal. Silbereis. Naturbeige. Schmutziges Rosa. Himbeeraura. Weiß. Sonniges Orange können wir doch mal nehmen. So. Das heißt, einmal streichen. Das war eben, wie ihr gemerkt habt, der Wunderauffüller. Und nein, die Zeitraffer kommen jetzt nicht. Das habe ich als Special in dem Kindergarten gemacht, aber das wollte ich jetzt eigentlich nicht in jeder Folge machen. Weil Vergangenheits-TBM hat sich da quasi echt einen abgebrochen, das Ganze synchron zu bekommen. Und mit synchron meine ich eben halt nicht einfach nur das Ton und Video passen. Das ist recht einfach. Das Schwere war halt, dass der... Ja, Vergangenheits-TBM hat vielleicht nicht immer in dieselbe Richtung geguckt. Und das war dann ein bisschen doof, wenn man versucht, das zusammenzuschneiden. Weil da muss man ein bisschen reinzoomen, bisschen verschieben und so. Und das ist natürlich doof. So. So, na, gleich haben wir das auch fertig. So. Wie gesagt, da ich diese Folge hier aufnehme, bevor die anderen Folgen gelaufen sind, kann es natürlich sein, dass ihr vielleicht schon irgendwelche Fragen, Kommentare oder sonst irgendwas geschrieben habt, auf die ich hätte eingehen können in dieser Folge. So, wir werden hier nämlich folgendermaßen, ich überlege gerade. Ich glaube, wir nehmen noch eine zweite Farbe. So. Und zwar streichen wir bis zu dem. Dann ist da ein Freiraum. Ja gut, das passt jetzt nicht exakt. Der Fernseher hängt nicht in der Mitte, wie ihr merkt. Ja, das heißt, da müsste ich eigentlich weiter streichen und den Fernseher verrücken. Gut. Aber an und für sich... Ja. Mal schauen. Nee, da muss noch einer mehr. So, gut. Was ich jetzt für ein Problem habe, ist nämlich die S-Ecke. Da hätte ich gerne eine andere Farbe gehabt, zusammen mit der Küche. Aber das funktioniert nicht. So. Hier die Wand hinterm Sofa streichen wir noch. So. Bei den Leuten ist es egal, wie man irgendwas streicht. Lasst euch das gesagt sein, ihr müsst euch da keine große Mühe geben. So, dann gucken wir mal, was wir sonst noch für eine passende Farbe haben. Sonniges Orange haben wir jetzt, Mandarinenorange hätten wir auch noch. Feuriges Orange haben wir, ja, davon kaufen wir doch mal einen Eimer. Gucken wir mal. Oh ja, das ist schön. Damit können wir schön den Fernsehbereich hervorheben, wo der Fernseher ist. So. Und so. Ja, das sieht doch gut aus. Außer natürlich, dass Fernseher und Schränke nicht mittig stehen. Aber egal. Gut, wir haben die Fensterrahmen gestrichen. Wir haben den Bereich hier des Wohnzimmers sozusagen fertig gestrichen. Jetzt brauchen wir noch einen Teppich und einen Couchtisch vielleicht. Gucken wir mal das Haus. Boden, Teppiche. Einfarbiger Teppich, Teppichgelb, Teppichstreifen. In welchen Farben gibt es den? Oh, die gibt es in Rot. Den nehmen wir. So,
Das heißt, den einmal, Shift gedrückt halten und einmal drehen. So, den stellen wir dahin. Das heißt, dann haben wir da schon mal einen Teppich. Die Farbe kommt mal weg. Zu der anderen Farbe, geschwind. So. Das Tolle ist ja, dass der Boden, der hier... Wow, hör auf zu ruckeln. Der Boden, der hier drin ist, der ist ja eigentlich super. Selbst die Lampe passt ja dann zu unserem Farbschema. Was ich übrigens schade finde, ist, dass wir die Decke nicht streichen können. Ich würde gerne die Decke streichen können, aber es geht einfach nicht. Das ist doof. Gut, Couchtisch wollte ich noch holen. Das heißt, einmal hier zurück, Couch? Nein. Tisch? Kleiner Tisch? Runder Tisch? Ach, Menno, ich hasse diese Suchfunktion. Möbel. Tische. Nö, nein, nö. Tisch, Adler, nö. Kaffeetisch. Ja. Solange wir nicht Ramfick nennen. Ramvik meine ich natürlich. Nee, nein. Ja gut, nehmen wir den hier. Shift gedrückt halten. Wupp, wupp. So. Den stellen wir hier einmal auf den Teppich. Das heißt, jetzt haben wir hier schon einen Couchtisch und entsprechend einen Fernseher und so. Verzeiht es mir, dass ich die Wohnung nicht extrem dekoriere, weil wir brauchen noch Lampen, fällt mir da gerade auf. So, elektrische Ausrüstung, nee, TV Hi-Fi, nö. Lampen, da. Nee, die Wandlampe ist hässlich, die Wandlampe finde ich hübsch. Die Wandlampe würde aber, glaube ich, halb rund. Nee, Leuchtstoffröhre nicht. Das sind Tischlampen. Halogenlampen sind auch nicht schlecht. Oh, diese Deckenlampe ist geil. Wenn das die ist. Es sei denn, ich meine die. Dreifachlampe? Rechtecke? Nehmen wir die. So. Ja, genau. Die meinte ich. So. Schirm. Machen wir es mal hell. Und das hier machen wir mal rot. So. Die Lampe. Nein, nicht Shift-Lock. Shift. So. Die kommt nämlich hier oben drüber. Über den Esstisch. Und jetzt müssen wir das Licht neu anmachen, weil er das Licht neu rendert. Jetzt wirkt das doch schon gleich viel freundlicher. Gut. Für die Küche dachte ich eher an ein harmloses Blau. Weil, oder, nee, wir könnten, na, die Küche kacheln finde ich jetzt nicht so gut. So, reizvoller Lavendel, heller Lavendel, königliches Blau ist ein bisschen zu hell. Himmlisches Blau finde ich besser. Wenn es das ist, was ich mir da vorstelle. Weil das Problem ist immer so mit Farben, die sehen an der Wand. Ja, es ist eher ein Mint. Eher ein Türkis. Ist für mich jetzt kein Blau. Aber damit wird jetzt die Küche gestrichen. So. Oh nein, ich habe schon wieder zwei gleichzeitig gestrichen. Das wollte ich doch nicht mehr. Das hat doch noch einen Bug. Und das Spiel hat in letzter Zeit keine Updates gekriegt. Ja, ist leer. Komm, hier, nimm noch ein bisschen. Aber ihr merkt, wenn ich einzeln die Bahnen streiche, hält die Farbe viel, viel länger, wenn es nicht gerade am Laggen ist, weil er speichert. Ich muss mal gucken, warum das immer so laggt, wenn er speichert. Gut. Die Wand wird halt auch grün. Weil das dann so ein bisschen wie so ein integriertes Teil aussieht. Ja, sieht gleich schon viel besser aus. Wobei diese Regale da, also... Das sieht merkwürdig aus. Die muss ich anders anordnen. Also, wer auch immer sich gedacht hat, ja, das machen wir so. Nee, besser nicht. So, gut. So, einmal noch die Bahn. Das heißt, da haben wir so ein Türdings. Ah. Ja, das Problem ist jetzt natürlich... beziehungsweise nicht Problem. Einmal hier, den hier einfärben. Weil dieser Torbogen, den müsste ich eigentlich in einer anderen Farbe machen. Soll heißen, dass hier quasi dieses Element dann wieder... Ja, das machen wir rot. Also dieses rötliche hier. Ja, eindeutig, genau. Dann haben wir nämlich so ein gewisses Schema, dass die S-Ecke wieder eine andere Farbe hat. Obwohl das auch nicht schlecht kommen würde. Nein. Das wird jetzt komplett rot. So. Keine Widerrede. Komplett rot. So. So. Ja. Also das hier gefällt mir. Die Ecke mit der Farbe.
Sieht auch schön aufgeräumt aus. Und so ein bisschen Trash-schick sozusagen. So ein bisschen Vintage-Look oder wie man sagt, so ein bisschen Shabby-Look. Ja, das kommt ganz gut mit dem Shabby da. An und für sich sind die Wände noch ein bisschen blank. Also das heißt, da müsste noch irgendwie Bild hin oder so. Außerdem, dieser Streifen lockert das so ein bisschen auf, weil hier ist so der Fernseher so eingerahmt. Und dann haben wir hier quasi die Ecke, wo es ins Wohnzimmer, wo es vom Essbereich in den Flur geht. Hier haben wir die etwas kühlere Küche, die mit dieser Ecke da auch noch ausgestattet ist. Ja, das ist gut. Da brauchen wir nicht austauschen. Den Kühlschrank, der ist auch noch flott. Gut, irgendwo hier liegt noch Müll rum. Aber ich kann ihn nicht sehen.